Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute beim Fahren ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Hier oben seht ihr sie. Und ja, ich möchte natürlich jetzt mal rausfinden, was der Grund ist, warum die angegangen ist. Und dafür habe ich hier mein neues X431 Pro Elite von der Firma Launch. Diagnosegerät, ja, das habe ich jetzt mal angestöpselt und jetzt will ich mal gucken, was das Gerät mir für einen Fehler rausschmeißt und ob ich den auch löschen kann und wie ich eventuell weiter vorgehen muss. Ja, viel Spaß dabei. So, dafür öffne ich mal die Software und dann lese ich jetzt mal hier meinen Fehlerspeicher aus und dann schaue ich mal, was da hier so angezeigt wird. Aha, der NOx-Sensor 2 Zylinderreihe 1 hat Funktionsstörung, die Funktion oder die Anweisung ist fehlerhaft. Ja, das ist so ein Mercedes-Ding hier, das heißt, wenn man viel Kurzstrecken fährt oder so, dann setzt sich der Sensor zu und das wird halt immer öfters jetzt aufgehen, man kann den Fehler jetzt wahrscheinlich löschen. Und dann ist der erstmal eine Zeit lang weg. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Ich werde den NOx-Sensor oder NOx-Sensor mal ausbauen. Und dann zeige ich euch mal, wie man den reinigen kann, so dass man da nicht unbedingt einen neuen einbauen muss. Man muss ja quasi nur diese Verrußung wegbekommen, damit der Sensor wieder ordentliche Werte lesen kann. Die 500 Euro für das Ersatzteil, wenn man es überhaupt bekommt, die kann man sich dann definitiv sparen. Das Schöne jetzt hier bei dem Gerät ist, wenn ihr das Gerät hier mit WLAN verbunden habt, das Launchgerät, dann könnt ihr jetzt hier auf Suchen gehen und dann sucht ihr automatisch hier, in dem Fall bei Motortalk, Motorkontrollleuchte an, Fehlercode P229, NOx-Sensor 2, Bank 1. Das ist genau der Fehler, den ich auch habe. Und dann kann man hier lesen, was die Kollegen in dem Forum da auch schon für Probleme haben. Also das ist so ein schönes, feines Tool hier von dem Gerät hier. So, ich will jetzt auf jeden Fall hier den Fehler löschen und schauen, ob dann erstmal meine Leuchte ausgeht. Heute war ich auch schon auf der Autobahn und habe auch ganz schön mal das Auto mal ein bisschen freigeblasen und in der Hoffnung, dass es jetzt dann ein bisschen länger Ruhe hält. So, dafür gehe ich jetzt hier auf Fehlerspeicher löschen. Fehlerspeicher löschen abgeschlossen. So, DTCs lesen ohne Fehler. Gut, dann gehe ich zurück und dann schau mal jetzt mal, wenn ich den Motor anmache. Und siehe da, die Motorkontrollleuchtenlampe ist aus. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwann wieder angehen wird. Ich hoffe es mal jetzt nicht, aber die konnte ich auf jeden Fall jetzt ohne Probleme löschen und ja. Motor läuft auch sauber und ruhig. Wie gesagt, ich werde dann irgendwann jetzt mal die Tage, Wochen, muss ich mal gucken, wann ich in die Werkstatt komme, diesen Sensor mal ausbauen und auch dazu dann ein Video machen und den Sensor reinigen. Ja, nun da bin ich jetzt hier am Ende meines Videos. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was zeigen, auch hier mit diesem Launchgerät, was hier wirklich wunderbar funktioniert. Ja, und wenn ihr kein Video verpassen wollt, wie immer, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig. Und ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder auch nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.